servus, liebe Weinfreunde. Grüßt euch mal wieder aus dem Würzburger Keller. Heute mit Kraterale und Trainee ohne Mütze. Ja, vergessen. Spontaner Dreh. Ja, also man kann auch. Ja, nicht immer mitnehmen, gell? Man kann auch mal einen spontanen Dreh machen. Aber so ist es. Ja, was gibt's denn heute? Schau. Tja, heute Österreich. Wachau. Schau. Wachau. Ja, aber Wachau ist ja eigentlich eine Region berühmt für... Ist schon teuer. Teuer. Teure Region. Ja. Allerdings muss man in der Wachau auch unterscheiden. Die eine Seite, die haben Terrassenanbau, Steillagenanbau. Mhm. Kann man sich ungefähr so vorstellen wie im Taubertal. Also oder Mosel? Ja, von, in manchen Gegenden von der Steilheit auf jeden Fall. Mhm. Nur haben die eben diese Terrassen, diese Trockenmauern. Und es wird alles in Handarbeit gemacht. Also, dass es bei manchen teurer ist, ist klar. Oder wie zum Beispiel in Franken, so in Klingenberg am Main oder so, da gibt es ja auch nur Terrassen. Ja. Und bekannt ist die Region eigentlich für Grünveltliner und Riesling. Ich habe jetzt aber mal von zwei Spitzenerzeugern zwei Burgunder besorgt. Mhm. Okay. Wir fangen an. Also das ist so ein Parade-Weingut aus Österreich. Weingut Knoll. Ja. Weingut Knoll, Leubner Chardonnay, 2015 Smaragd. Ja. Also der Vater Eduard Knoll war wirklich Alex? Ja. Oh, ist wirklich ein absoluter Paradewinzer in Österreich gewesen. Mittlerweile ist das Weingut von seinem Sohn Eduard Knoll Junior übernommen worden. Hat, glaube ich, um die 20 Hektar. Und was schon viel ist, ne? 20 Hektar. Ja, ja. Also ist eigentlich sehr bekannt. Weltweit. Mhm. Mhm. Ja, also man muss sich vorstellen, in einer Liga in Franken mit Horst Sauer. Mhm. Ja. Oder eben ist ein Winzer, der hat volle Punktzahl, volle Bewertungen in allen Weinführern. Mhm. Und er macht auch Chardonnay, Smaragd. Mhm. Smaragd sind also sehr kräftige Weine, genau. Vergleichbar mit einer Spätlese bei uns. Noch etwas schwerer als eine Spätlese. Mhm. Ach, ist das eine offizielle Klassifizierung in Österreich? Okay. Also in der Wachau. Ja. Du hast Steinfeder. Du hast Federspiel und du hast Smaragd. Okay. Kann man so ein bisschen auch vielleicht gleichsetzen, Gutswein, Ortswein. Also mit den VDP-Klassifizierungen, erste Wein. Okay. Oder eher Ortswein, erste Lage, große Lage. Ich würde den Smaragd zwischen erster Lage und großer Lage sehen. Mhm. Also ist interessant. Aber ich, so Bauchgefühl her, von mir keine Spontanverkehrung. Das eher ist unterschiedlich. Hefe. Das ist unterschiedlich bei dem Weingut. Das macht eine ganze Reihe von österreichischen Winzern, dass man einen Teil spontan, einen Teil mit Reinzuchthefe macht. Was ich so mitbekommen habe bei Diskussionen, spielt es auch nicht die Rolle, wie in Deutschland. Okay. In Österreich sagt man, es ist entscheidend, welcher Wein im Glas ist. Ja. Und den schmeckt oder schmeckt nicht. Ja, und den Standpunkt finde ich eigentlich auch richtig. Ja. Man muss nicht aus jedem eine Religion machen. Ja, das stimmt schon, ja. Das ist ja so ein bisschen in den letzten Jahren Hype geworden. Oh, ist ein Sponti. Ja, ja. Also ich habe in den letzten Jahren auch genügend Spontis probiert, die ich anschließend weggeschüttet habe. Mhm. Also ein Sponti ist nicht automatisch ein guter Wein. Was Gutes, ne? Ja. Das war ja auch nicht so gemeint. Ich habe nur so feststellen gemeint, wahrscheinlich eher nicht spontan, sondern Reinzuchthefe. Mhm. Und das ist also für einen österreichischen Chardonnay. Ist auch nicht typisch Chardonnay, finde ich. Sehr typisch. Ja, du hast ein bisschen Geruch nach Banane. Mhm. Ja. No? Die Banane ist drin. Der ist jetzt noch sehr jung, der 15er.
Das sind Weine, die ohne weiteres 10, 15 Jahre alt werden können. Schon trocken, aber nicht komplett trocken. Ja. Er ist nicht fränkisch trocken. Nee. Ja, genau. Und aber trocken ist er. Ich würde jetzt auch nicht sagen, dass der aus dem Holzfass kommt. Da wäre ich mir gar nicht so sicher. Weingut Knoll sind absolute Traditionalisten. Aber, also kein Barrique oder so, ich würde auch nicht sagen 500 Fass Tonneau, sondern eher so Stück, Doppelstückfässer, sowas in der Richtung. Ja, also das ist ja ein Wachauer Wein. Und die Wachau ist nicht Kalifornien. Also warum sollten sie den ins Barrique packen? Das Weingut Knoll arbeitet sehr terroirbezogen. Mhm. Und das Terroir kommt ja schon durch. Mhm. Ja, also. Er ist halt viel zu jung. Aber auch im Geschmack ist die Banane da, es sind gelbe Früchte da. Etwas Salzigkeit, nicht übermäßig. Und ich finde nicht schlecht. Ja, definitiv ein guter Wein. Aber ein typisch österreichischer Chardonnay. Anders als die steirischen, die meiner Meinung nach noch ein bisschen mehr Säure haben. Aber er ist nicht ganz billig, muss man sagen. Ja. Ist, glaube ich, so bei 25 Euro die Flasche. Man könnte es schon. Das ist schon ein Preis. Ne? Ja. Ja. So ein bisschen so Kräuter dabei. Fließgeschwindigkeit ist übrigens ganz sehr gut. Ich würde sagen, probieren wir erstmal den zweiten, oder? Weingut? Ja, Rudi Pichler. Weißburgunder, Wösendorfer, Kollmütz, Smaragd 2015. Auch aus der Wachau. Ja, das ist der einzige Weißburgunder Smaragd, den ich kenne von dort. Und er auch, ein absoluter Spitzenwinzer. Er hat, glaube ich, 12,5. Man muss sagen, beide sind Traditionsweingüter. Ich glaube, die Pichlers betreiben den Weinbau seit dem 18. Jahrhundert schon. Okay. Und die Knolls 19. Jahrhundert oder so. Also ist es schon ein paar Jährchen her, ja. Sehr traditionell. Ja. Aber da muss jetzt ja mal der Weißburgunder Spezialist hier was zu sagen. Mhm. Oder auch so Fruchtaromen, was ist das? Ist das Melone? Ja. Ja, Melone, Birne auch etwas. Birne, sehr, ja. Also was mir auffällt, der hat was leicht Prickelndes auf der Zunge. Und er ist nicht komplett trocken. Ne? Ja. Er ist noch sehr jung. Preislich sind wir in der gleichen Region wie beim Chardonnay. Okay. Auch nicht schlecht. Säure ist eigentlich sehr, sehr schwach. Mhm. Oder? Die Säure schon. Ich finde, man merkt es schon. Also. Er ist halt auch noch total jung. Also. Hm. Oh.
Aber ich muss sagen, ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich kenne von den beiden Weingütern die Weltliebe und die Rieslinge. Und irgendwie ist es doch eine Region für Rieslinge. Ja. Und grünen Berliner. Also, das sind beides gute Weine, ja. Der Weißburgunder, aber haut mich jetzt nicht so richtig vom Hocker. Die sind sauber gemacht. Wie gesagt, noch viel zu jung. Die entwickeln schon noch mehr. Raffinesse. Preis ist auch ordentlich, muss man sagen. Und ja. Aber jetzt hier der Weißburgunder doch auch für viele Sachen einsetzbar, so essenstechnisch. Aber wow. Ich habe auch schon Weißburgunder getrunken, die haben mich mehr vom Hocker gehauen. Er ist schon weich, ne? Also ich finde fast ein bisschen weich, den Weißburgunder. Also, ich würde ihm jetzt nicht die 40 geben. Nicht? Okay. Kratzt so dran. Und der Chardonnay? Der ist drüber. Drüber. Ja, würde ich auch sagen. Nun probieren wir nochmal, oder? Ein sehr klassisch gestaltetes Etikett. Der heilige Urban. Der Schutzheilige der Winzer. Ja, also den finde ich jetzt schon stärker. Ist er auf alle Fälle, ja. Ja, also man muss aber auch das Preis-Leistungs-Verhältnis irgendwo sehen. Also ich würde sagen, ich sehe jetzt den Rudi Pichler. Irgendwie 38, 39 in dem Bereich. Und den hier 40, 41 so in dem Bereich. Ja. Eher 40. Könnt ihr damit leben? Ja, total. Definitiv, ja. Einmal 38, einmal 40. Ja. Also ja. Ja. Ist, glaube ich, eine ganz faire Bewertung. Ja. Nee, 40 ist ein sehr guter Wein. Ja, deswegen sage ich fair. Und 38 ist eigentlich auch eine sehr gute Bewertung. Ne? Aber ich sehe sie nicht ganz, ich sehe sie nicht in der Klasse, wo die Rieslinge und grünen Veltliner sind. Nee. Ist eine nette Beimischung irgendwo. Ergänzung, ja. Mhm. Aber nee, also ist in Ordnung. Ja? Ja. Mal nicht meckern. In diesem Sinne. Bis zum nächsten Mal. Servus. Servus, ciao. Ciao, ciao.